Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Force of Nature. Wir spielen weiter. Wir müssen jetzt Kleidung herstellen, weil wir festgestellt haben, wenn wir hier hinten weitergehen mit den Gebieten, kommen wir in ein Kältegebiet und da können wir nicht überleben ohne Kleidung. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen mit Kleidung zu machen. Aber wir brauchen dafür sehr viel Wolle. Und wir haben leider bloß ein Schaf aktuell, das dafür herhalten muss. Aber das uns trotzdem noch fleißig versorgt mit Wolle. Ich habe auch ein neues Portal gebaut, das sieht man nicht in der letzten Folge, weil ich da vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das ist hier, kalt heißt es. Ab dieser Grenze kommt man hier in ein kaltes Gebiet und dann kann man nicht überleben ohne Klamotten. So, jetzt schau ich mal, jetzt müsste ich schon 3 Böhlepp haben. Irgendwo. Hier genau. Und ich müsste mir jetzt einen Pelzmantel machen können. Furcoat, also wie es heißt. 3 Seile brauche ich noch, die habe ich hier im Inventar. Okay. Dann. Furcoat. Eine Nadel brauche ich dafür. Oder eine Schere. Ich glaube, die habe ich schon irgendwann einmal gemacht gehabt. Nadel oder Schere. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ich hoffe es. Nö. Seil habe ich hier. Oder vielleicht steckt es noch im Amboss drin. Ich muss mal kurz gucken. Ah, tatsächlich. Hab's doch gewusst. Eine Nadel habe ich gemacht. Perfekt. So, jetzt aber. Select. Do not have required tools. Required tools Nadel. Eine Schere brauche ich noch. Okay, ständig werden ein Stein in den Weg gelegt. Gucken wir mal. Skisors. Iron Ingot. Einen Iron Ingot. Ah, haben wir sogar welchen im Brennofen drin. 4 Stück sogar. Perfekt. Können wir wenigstens gleich machen, die Schere. Zack. Okay, dauert jetzt ein bisschen. Dann gehen wir hier noch Wasser holen und ein bisschen Weizen machen. Neu anpflanzen. So. Passt, perfekt. Das Schäfchen hat noch ein bisschen Wolle für uns. Füttern. Kein Wasser mehr. Also ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir noch einen Brunnen baue. Wasser habe ich schon teilweise sehr oft im Mangel davon. Das dauert mir einfach immer zu lang. Aber ein Brunnen ist voll aufwendig. Voll aufwendig. Aber den werden wir schon brauchen, weil später... Ich glaube, einfacher wird es nicht. Gucken wir doch mal. Halt, die Schere ist fertig. Erst einmal machen wir uns einen Pelzanzug. Und gucken uns aber, ob die uns schon warm hält. Rezept für Code. So, jetzt haben wir aber alles endlich. Schere, Nadel. Jawohl. Perfekt. So, gucken wir mal. Es dauert jetzt sowieso, bis der fertig ist. Brunnen. Steine hätten wir. Nägel müssten wir wieder schmieden. Seile wären kein Problem. Planken sollten auch kein Problem sein. Seile. Seile sind in Mache. Planken. Muss man warten, bis die Seile fertig sind. Was haben wir noch?
Plankennägel müssen wir noch machen. 15 Nägel. Rezepte, Nägel. Okay, Nägel können wir auch gleich machen. Ah, doch gar nicht so schwierig gewesen. Habt auch jammern vorher. Das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man vorher jammert. Okay. Seile sind schon fertig. Jetzt brauchen wir noch die Planken. Wie viel waren das? Planken. 30 Stück, okay. Planken. Den, 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 den. 30. Passt. Läuft. Brunnen ist so gut wie fertig. So, der Anzug ist auch bald fertig. Der Pelzanzug. Chicken. Fleißig füttern. Hier fleißig Wasser rausnehmen. Was wir überhaupt nicht mehr haben, was wir das letzte Mal vergeudet haben, das waren Pfeile. Ich sollte mal schauen, ob ich da wieder Nachschub irgendwie machen kann. Wäre vielleicht angebracht. Genau. So, Planken sind unterwegs. Das heißt, wir müssen mal den Rooster füttern, um Federn zu bekommen. Für die Pfeile. Pfeile macht man in der Werkbank wahrscheinlich. Gucken wir mal. Crafting Table. Stone Era, Bronze Era, Maracas. Was sind die gut? Wie die machen Schaden? Was? Bongo Trommeln oder was? Giftpfeile. Okay. Bronzepfeile, 7 Schaden. Und die Steinpfeile machen? 5. Okay. Steht gar nichts dabei von Schaden. Okay. Naja. Steinpfeile reichen, aber beim Bronze werden wir noch brauchen. Splinter und Federn. Federn habe ich halt gerade keine. Ich brauche nicht so viel Wasser. So, gucken wir mal. Die Bretter sind noch in der Mache, müssen ein bisschen warten. Aber hier ist nochmal Weizen fertig. Okay. Düm, 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 düm. Kein Wasser mehr, wie immer. Okay. So, hier. Weizen haben wir jetzt sehr viel. Da können wir jetzt eigentlich Brot wieder ein bisschen anstoßen. Rezepte. Machen wir mal 10 Stück. Dann brauchen wir hier auch, aber auch wieder Eier. So, wie schaut es denn aus? Die Planken sind fertig. So gut wie. Dann Nägel sind fertig. Was fehlt noch? Ich glaube, jetzt müssen wir es haben für den Brunnen. Ja, okay. Sehr schön. Setzen wir daneben noch einen Brunnen. Haben wir jetzt doppelt so viel Wasser. So, mal gucken, wenn wir die Fackel versetzen. Move. Kann man nämlich schön machen hier. Kann man schön versetzen, die Gebäude. Können wir den Brunnen nebendran noch hinsetzen. Perfekt. Perfekt. So, jetzt müsste der Mantel fertig sein. Jawohl. Armor. Ah. Schön. So, ich wage mich jetzt gleich sofort ins neue Gebiet und teste mal aus, ob wir da schon überleben können. Ich gehe mal auf Portal Kalt.
Aha, okay. Wir frieren nicht. Wir überleben quasi. Das heißt, wir können jetzt hier mal weitergehen. Oh, oh. Was für ein Gegner. Level 4. Was ist für ein komischer Gegner da? Mit Armbrust. Schießt auf uns. Aber die Rüstung geht ja voll ab, die wir da jetzt haben. Ich muss jetzt uns aber hier einen Weg freischlagen. Weil ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, ein bisschen nördlicher noch. Wo kommen wir hier durch? Ne, hier wird es uns kalt. Plus 12. Ja, wie ist es uns zu warm oder ist es uns zu kalt? Wie muss ich das jetzt verstehen? Vorher war es plus 19. Plus 14. Für die Wildschwein. Ah. Ich bin fast getötet worden, auch noch von den blöden Tieren. Unfassbar. Ja, zu warm oder zu kalt? Das ist die Frage. Plus 12, ist es zu heiß oder? Normalerweise müsste es Minus anzeigen, oder? Ich mach mal den Beduinen, die Beduinenklamotte. Und dann können wir mal gucken. Das ist irgendwie ein Geist, oder? Oder was soll das sein? Ich schau mal, ob ich einen Huhn einfangen kann. Schade. Ja, ich habe keine Ahnung. Also machen wir uns mal die Beduinenklamotte und dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt leichter bekleiden müssen oder kälter. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Zweite Brunnen ist fertig. Soll es uns an Wasser nicht mehr mangeln. Auch wenn wir im finsteren Tal wandern. So, wir können wieder ein Böle machen. Jetzt schauen wir uns mal die Beduinenklamotte an. Beduinencode. 8x Fabrik. Fabric. Fabric machen wir auch aus Wolle. 8x2, wir brauchen 16 Wolle quasi. Und wir brauchen Burlap und wir brauchen Rope. Pedobier, was? Beduinencode. Warming minus 4. Ich check's nicht. Muss ich mich jetzt wärmer anziehen oder kälter? Außerdem fehlen mir die Felle dazu. Das heißt, ich wage mich mal hier nach Norden ein bisschen. Echt blöd. Ich weiß es nicht, ob ich in dem neuen Gebiet kälter oder wärmer anziehen soll. Das ist Nacht. Nacht ist einfach blöd. Nacht ist blöd. Was tun, sprach Zeus? Ich habe keine Ahnung. Ah, das mit Wasser ist jetzt ein reiner Segen. Gott sei Dank haben wir den zweiten Brunnen gebaut. Gott sei Dank, jetzt können wir hier alle schön durchfüttern. Was? Rooster.
Füttern. Schwein, kann man nichts anfangen damit. Milch braucht man keine. Sheep. Wolle, Wolle, Wolle. Ja, ich weiß nicht, soll ich das Beduinenteil da mal bauen oder verfolgen wir die Pelzgeschichte weiter? Das ist beides kacke. Beduinenhead. Also der Beduinending ist viel aufwendiger. Also ich glaube nicht, dass wir das zuerst bauen müssen. Ich glaube, das machen wir später erst. Aber mir fehlen jetzt sowieso eh die Felle dazu. Ich muss mal ein bisschen ausladen. Federn, Weizen nehme ich mit. Was braucht man nicht? Clay braucht man nicht. Doch, brauchen wir schon, wenn wir das Portal bauen wollen. Lux braucht man nicht. Das Geld haben wir, eine andere Kiste. Die Ingots, die brauchen wir nicht. Rosmarie brauchen wir nicht. Eisen brauchen wir nicht. Die Kohle brauchen wir nicht mehr, die können wir am Boden schmeißen. Nägel brauchen wir nicht. Die Felle lassen wir hier, bevor wir da ein einziges verlieren, das wäre uncool. Jo. Münzen haben wir hier drüben. Wir haben sau viel Goldmünzen, wo haben wir die alle her? Quest war nochmal, get a new level. Und nochmal das Stückchen Artefakte finden. Okay. So, es ist dasselbe. Wir gehen mal ein bisschen hier Stravenzen. Umfug treiben. Mit unserem Power-Schwert kann uns keiner mehr was. They will know the power of my sword. Manowar Lead. Komm her hier. Zack. Leg. Die rennen euch schon weg, wenn sie einen von Latz kriegen. Ich habe keine Chance. Die sind jetzt total OP. Kriegen kaum Schaden. Finde ich geil. Ding, ding. Komm her, du! Du Ratte! Also ich brauche viele Wildschweine und am liebsten wäre mir noch ein Schaf. Bräuchte ich noch eins mehr. Wenn es ein bisschen mehr sein darf. Ein Bär? Ist auch okay. Bär ist auch okay. Wo ist er denn? Da ist er. Ein Bär bin ich auch einverstanden. Nehme ich alles mit. Alles, was ein Fell hat, ziehe ich euch über. Rusule. Caps und Rusule nehme ich mit. Oh. Weißt du, was nur am meisten Schaden macht, das blöde Wildschwein. Das zieht nur ein bisschen neu. Ein Schaf! Das hat nicht geklappt. Ich probiere es aber nochmal, weil ich brauche unbedingt ein Schaf noch. Bis jetzt alle Angst haben, die Viecher. Weil ich ein Bronzeschwert habe. Wo ist denn mein Schaf jetzt? Da hinten. Mein Schaf, das meinen Namen trägt. Ich hab's getamed. Follow me. Ach ja, kann man gleich füttern. Follow me. Ein Schäfchen. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Mein Stall so klein ist, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Das war das letzte Mal schon so ein Akt. Scheiße. Shit.
Kommst du her? Wer meckert hier? Was? Ist nicht euer Ernst, oder? Drei Wölfe ist schon ein bisschen gemein. Sollen wir denn die alle drei wieder weg? Bastarde. Mein Schäfchen in Ruhe. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir alle Schäfchen ins Trockene bringen. Hey! Kommst du? Craft completed Wool. Wie, du hast schon erste Wolle für mich gemacht. Du bist ja ein Viech. Du bist ein Viech, ja. Du bist ein Viech. Dim, dim. So. Und jetzt stehe ich da. Wie bestellt und nicht abgeholt. Bitte hier warten. Zum Scheiß zusammenbauen. Fans. Planken und Nägel. Bringen wir das hin. Wortwörtlich ein Viech. Planken und Nägel. Nägel. Planken. Ich mach mal sehr viel Planken. Hier brauchen wir Nägel. Nägel, was geht, was geht, was geht. Ja, können wir raus haben. Nägel. Schaut sie aus, füttern. Können wir hier wieder Wasser holen. Und hier wieder noch Pflanzen. So, schaut doch gut aus. Water. Dune, Weltdone, Water. Well dann. Wo sind meine Schafe jetzt? Oh. Oh, geh mir nicht verloren. Follow me. Follow me. Bleiben wir hier ein bisschen in der Nähe. So. Planken haben wir jetzt ein bisschen. Nägel, wie schaut's da aus? 20, okay, kann ich ein bisschen was bauen. Constructions, nee, Decorations, Fans, 4x1. Hello Fans. Hier und hier. Das muss weg, die Fackel muss weg. Mir haut die Stimme ab. 4x1, dann einen Vierer runter. Ich baue mal erst das Tor. Gate 2x1. Nee. Hä? Was habe ich denn für Gate gebaut? Gate? Gate 2x1, Gate 4x1. Mehr Planken. Take all. Decorations Gate 4x1. Habe ich da so ein großes hingebaut? Ja. Okay, also hier brauchen wir ein normales. Fence 4x1. Das haben wir eins weiter unten gebaut. Also müssen wir das nochmal eins versetzen hier. Move. Stellen wir das dahin. Okay. 4x1. So irgendwie.
Not enough resources, was? Planken. Ich komme mit den Planken nicht nach. Fans. Türen. So, und hier das Tor. Gate. 4x1, keine Nägel mehr. Nur Nägel holen gehen. 40 Nägel. Wasser holen gehen. Okay. Jetzt haben wir die Nägel. Tor 4x1. Genau. Perfekt. Können wir eine Fackel hinbauen. Und hier hinten. Und hier. Und passt das. So, nur noch schauen, dass du da reingehst. Der geht automatisch rein. Habt ihr das gesehen? Das Bravste schafft er bald. Geisteschaft der Welt. So, Wolle, Wolle, Wolle. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Wolle bekommen. So, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.